Moin zusammen, wir hüpfen jetzt auf Medium eine Runde ins Hospital und mal schauen, wie es diesmal läuft. Ich hoffe, wir kriegen mal einen Geist im Flur, weil da gibt es total coole Events, aber ja, ich hatte leider immer die Geister ziemlich weit hinten gehabt und meine Performance bricht gerade ein. Dann such dir deine Items aus. Okay, was brauchen wir denn? Die Saltbags, Bloodbags. Und die Waffenteile. Okay, die Aufgaben sehen okay aus. Zum Glück keine Silhouette oder so ein Kram. Fluffy, du kannst schon mal reinlaufen. Ich muss mal kurz noch was nachgucken. Okay, tut mir leid. Ich habe hier massive Performance-Probleme. Ich hoffe, es ist nicht zu extrem laggy. Give us a sign. Where are you? Are you here? Give us a sign. Are you here? Are you here? Give us a sign. Ach, Fluffy ist ja auch hier. Ja. Ich dachte, du bist den Flur lang gelaufen. Das Bild ist so verzerrt, was ist denn hier? Welches Bild ist verzerrt? Ja, endlich! Der Flur! Der Gast scheint hier in dem Flur zu sein. Juhu! Ja, Such mal den zwei. Lichtschalter. Ah, wo ist der Lichtschalter? Immer zwei hier. Warte, warte. Der ist dann nur in einem bestimmten Bereich normalerweise, aber ich finde hier den Lichtschalter gerade nicht. Oh, cool. Endlich mal diese Blut-Event. Okay, warte. Zeig Ich dich, guck mal, ne? wo das anfängt. Hier fängt es an zu droppen. Ja, hier fangen die Temperaturen an zu droppen. Ich mache mal das Licht an, wenn es geht. Ich weiß, es bringt nicht viel. Und das geht bis, warte, bis hier. Hier hört es auf. Also hier ist das, hier fängt der Geist auch wieder an. Ich lasse das Thermo mal hier. Und mit der Kerze markiere ich mal hier die andere Seite. Cool, endlich mal was hier. Aber ich wollte endlich mal einen Geist hier haben. Sorry Leute, leider müsst ihr es jetzt mit 30 FPS hier ertragen, weil die Performance spinnt ein bisschen verteilt. Die Buchstaben, die findest du da, wo diese. In dem Flur und in irgendeinem Büro sind die überall verteilt, die hängen da an den Wänden. Da muss der Geist in dem Raum sein, dann passiert normalerweise was. Okay, ich schau mal nach Stains. Ich sehe gerade aber keine. Oh, EMF. Okay, EMF5, perfekt. Ich drehe das mal extra so rum. Hatte ich nicht noch ein Item? Oh, es friert. Schnell, geh raus. Wir tragen das schnell ein und dann gucken wir, welche Beweise wir noch brauchen. Dann müssen wir nicht alles reinschleppen. Lass uns mal schnell vor die Tür flitzen. Okay, wenn er nicht will. EMF5. Freezing. Ich gucke kurz, es können noch Fingerabdrücke sein, es kann auch das Malen sein, es kann auch ESG sein. Die Stains sind raus, die Box ist noch drin. Wenn du Richtung Ausgang läufst, habe ich dir ein Kruzifix liegen gelassen, wo es hell ist. Falls er angreift, dann musst du es dir schnell schnappen. Also, es tut mir leid für die Leckerei. Ich habe alles runtergestellt, die Grafik, aber es bringt nichts. Es ist irgendein anderes Problem, wie es scheint. Es ist auch keiner meiner Prozesse, der irgendwas auffrisst. Also, ja. Warte mal, konnten wir noch Fingis haben? Nee, nur die Stains waren natürlich raus. Sanity? What the fuck, ey? Sanity sieht noch gut aus. Was ist los? Da kann ich aus dem Winter rausgesprungen. Ja, diesmal kriegst du wirklich die ganzen Jumpscares ab.
Oh Mann. Okay. Sanity sieht noch in Ordnung aus. Wo fängt denn das... Ich habe da gerade einen laufen sehen, der lief da nach links, was? Wo fängt das Frieren an? Fängt das hier an? Hast du die Tür da aufgemacht? Wo? Da die Tür. Hast du die aufgemacht? Ja, die habe ich. Ach so, okay, ich dachte schon. Da ist eine Leichenhalle. Show yourself, manifest, give us a sign, show yourself. Manche Türen sind random offen. Nee, die Buchstaben, die sind oben im Flur überall. In dem langen... Soweit ich weiß nicht. Ich habe noch nie was erlebt, dass man da was auslösen kann in der Leichenhalle. Ich hatte da nur mal Geister gehabt. Aber die haben ja selber dann Sachen gemacht. Die haben dann da diese Türen von den Schränken da aufgemacht und sowas. Und diese Infusionsdinger da rumbewegt und so Scherze. So. Nehmen wir das und die zwei. Sanity geht eigentlich noch. PC, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Vorhin die Maps liefen alle ohne Probleme, ganz fließend und geschmeidig. Und jetzt hängst du mir hier auf 30 FPS rum. Ja, moin. Wird man ja sehr nett begrüßt beim dritten Reinkommen. Ghosty, give us a sign. Ghosty, hello. Kommst du jetzt mal? Hello? No? Okay. Ghosty. Na, du geisterst ja immer noch hier rum. Ja, ich wollte gerade raus. Bis du hier fertig bist, habe ich den ganzen Truck leer geräumt. Okay, ich lasse hier eine UV-Lampe in der Nähe von der Kerze liegen, falls der irgendwas anfasst. Ich hole jetzt noch schnell eine Taschenlampe, damit man auch in meinen Aufnahmen mal was sieht. Vor allen Dingen die ganzen Jumpscares, die da kommen können im Flur. Oh, ich hoffe, gleich kommt mal dieser Alarm. Ich finde den Alarm so cool. Aber die Reflexionen hier sind komisch. Ja, ich nehme mir gleich auch welche. Nach draußen. Ich finde, die sollten hier bei dem Spiel und bei Phasmo mal machen, sobald du aus dem Gebäude draußen bist, weil das Spiel registriert es ja, ob du im Gebäude bist oder nicht, dass du draußen unbegrenzten Sprint hast. Das wäre eigentlich besser. So. Mal schauen. Du kannst ja mal die ESGs da drin beobachten. Okay, die Aufgaben, die sind ja okay, die wir haben werden. Ja, dieses mit den ESGs und sowas und mit dem Malen, das kann etwas dauern. Spirit Box hattest du nix, ne? Warte mal, ich guck mal kurz. Antwortet der auf Einzelne? Vielleicht hat er auch, obwohl du warst alleine mit dem, ne? Der antwortet nämlich nur, wenn man alleine ist, steht da dran. Da das eine, wo diese Tür so halb offen ist, wo Crazy steht, da kannst du was auslösen. Ich kann ja mal die Romero-Buchstaben jetzt suchen. Und natürlich, wenn du im Flur abhängst, wo der Geist ist, da kommen viele Events, viele coole Events vor allen Dingen, wenn der Geist da ist. Ich kann gleich mal Aktivität erhöhen. Wieder nix hier.
Ja. Ja, crazy. Welche Buchstaben hast du denn schon? Das ein R und ein O hast du, ne? Ich glaube, das O war in einem Seitenraum und das M war, glaube ich, im Flur irgendwo. Ja, hier auf diesen Dingern sind die da. Ich weiß das auch nicht mehr auswendig. Give us a sign. Show yourself. Manifest. Manifest. Warte mal, ich versuch mal. Show yourself. Uns fehlen noch die ganzen Buchstaben. Wo sind die denn alle? War das der Geist? Ach, Fluffy, Mann. Bist du denn? Damit kannst du aber auch das Licht kaputt machen, ne? Oh. Ja. Show yourself. Manifest. Where are you? Show yourself. Wo sind denn die Buchstaben jetzt, Mensch? Letztes Mal hatten wir sie alle. Die sind eigentlich in dem Gang hier. Show yourself. Manifest. Ja, warte. Ich mach gleich mal das Fulu-Ding. Sind denn die blöden Buchstaben? Das kann doch nicht sein. Hier ist eigentlich immer einer. Das O hast du nicht gefunden, ne? Die sind aber eigentlich hier an den Seiten. Das wundert mich jetzt. Da, da ist sie. Da, guck. Komm her. Das Event kommt aber so selten manchmal. Ja, ja, ja. Komisch, hier ist aber auch kein Buchstabe. Keine Ahnung, wo die sind, ey. Ich sehe die aber auch nicht. Vielleicht sehe ich die auch nicht, weil das bei mir gerade ein bisschen rumspinnt, weil ich die ganze Zeit auf... Weil ich die ganze Zeit auf 30 FPS rumeiere. Show yourself. Manifest. Show yourself. Zeig dich jetzt mal, du Arschloch. Hier, ich benutze mal Fulu. Mal gucken. Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Wo bist du? Show yourself. Zeig dich. Du. Show yourself. So, ich habe jetzt das ganze Fulu runtergebrannt. Nichts, kommt gar nichts von dem Geist. Wo bist du? Aber hier friert es. Der kommt gar nicht. Wo ist das Thermo? Ich muss noch mal gucken, wo das Ende vom Geisterraum ist. Irgendwas. Also hier friert es noch. Hier hört es auf. Hier ist das Ende. Hier ist die Grenze. Hier hört der Geisterraum auf. Wo bist du? Hier. Hier fängt es an. Und... Ach, ich bleib hier immer an der blöden Pflanze hängen. Und hier, das ist auch... Nee, hier, das zählt nicht mehr als Geisterraum. Okay, also wirklich nur dieser Gang hier, diese Seite nicht. Show yourself, manifest. Show yourself, manifest. Und hier ist das Ende. Ja. Das heißt, ich bewege die Sachen auch mal zum Ende hin. Show yourself, manifest. Show yourself. Hier ist das Ende. Irgendwas drunter oder drüber gibt's hier nicht. Nee, nee, bei dem Bereich hier nicht. Zeig dich, wo bist du? Gib mir ein Zeichen, wo bist du? Show yourself, manifest. Are you here? Show yourself. Show yourself, manifest. Show yourself. Where are you? Show yourself. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Arsch ist, der nachher einfach anfängt zu handeln und sonst nichts mehr macht. Der macht gar nichts, der schmeißt nichts. Jetzt! Der macht jetzt hat er gerade irgendwo was geworfen. Wo? Oh. Hier geht EMF 4.
4, EMF 4, allerhöchstes. Bist du? Zeig dich. Show yourself. Manifest. Show yourself. Manifest. Show yourself. Beobachte du das Ding mal, ich beobachte mal hier. Show yourself. Manifest. Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Manifest. Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Aber hier friert es ja auch. Das muss der Geisterraum sein. Wow. Dass auch ausgerechnet ESG und diese Easel-Canvas noch drin sind. Das ist scheiße. Warte mal, vielleicht reagiert er nur auf einzelne. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Du hast ja einen Kruzi in der Hand, ne? Versuch den jetzt mal was zu provozieren. Ich glaube, das ist vielleicht mehr, oder? Kann das sein? Hallo, hallo, zeig dich. Arschloch, 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 Arschloch. Oni würde uns die Sanity drainen. Du sagtest, es war keine Spirit Box, ne? Die liegt da hinten, die Box. Nee, du kannst doch scrollen da, wenn du noch einen Slot hast. Du hast doch das Kruzi, die Lampe, Taschenlampe und dann hast du einen Slot frei. Die ist hinten am Ende des Geisterraums, wo der andere Kram ist, wo das Thermo ist und so war die, glaube ich, habe ich die gesehen. Du hast die, glaube ich, ans Ende des Raums getan. Ich gehe mal weg. Diese Buchstaben. Fluffy. Oh, darauf habe ich gewartet. Das ist auch eine Aktion vom Geist. Das finde ich so cool. Okay, ich bin auch extra außerhalb geblieben. Box können wir durchstreichen. Oh nee. Arschloch, zeig dich jetzt mal. Hast du Angst vor mir oder was? Hast du Angst? Bist du blöd? Bist du angry? You are angry. Boah. Ich glaube, das ist ein Meer. Ich guck mal kurz nach der Sanity, weil, Das heißt, der Oni, der ist wohl so ähnlich wie der Djinn bei Phasmo, der kann dir die Sanity schnell runterziehen. Ich guck mal nach deiner Sanity, ob die irgendwie runter ist, weil du warst ja jetzt auch die ganze Zeit in der Nähe, ich ja vorhin auch. Und wenn die Sanity jetzt immer noch erstaunlich hoch sein sollte, ist der eigentlich raus. In dem Moment, wo er dich berührt, wenn du das Kruzi auf der Hand hast, dann hört er auf zu handeln und das Kruzi wird verbrannt. Das rettet dich sozusagen. Nee, es ist definitiv kein Oni. Komm, trag mehr ein. Ja, weil der ja nichts macht. Ich weiß nicht, ob es ein Djinn sein kann, aber... Der Meer würde nämlich in das Ding malen und der Djinn würde dieses ESG geben. Aber ich habe ja gar nichts davon gesehen. Ich trage jetzt einfach mehr ein. Du kannst was anderes eintragen, wenn du meinst. So, jetzt müssen wir die... Teile von der Waffe suchen, die Salzbeutel und die Blutbeutel. Alles leuchtet. Fliegt da das Laken rum oder was? Ja, das ist ein Event vom Geist. Es kann sein, dass wir den Geist wieder falsch haben, aber es war eben komisch, dass der... Ja, beruhigt euch mal, ihr kriegt ja gleich einen Knochen. Alter, die Werwölfe hier draußen. Wenn du eh da hinten bist, such mal da hinten überall. Muss das ganze Gebäude abklappern nach Waffenteilen und so. Alles, was leuchtet. Blutbeutel, Salz brauchen wir, Waffenteile. Alles nimmt keinen Inventarplatz
Platz weg, also kannst du einfach so direkt aufheben. Ich suche mal hier dann am Eingang, ob da irgendwo was ist. Ich habe einen Salzbeutel. Ich glaube, 3 Salzbeutel, 3 Blutbeutel. Oh, ich habe ein Waffenteil hier. Das lasse ich aber erstmal liegen. Hast du auch schon ein Waffenteil gefunden vorhin? Okay. Sag Bescheid, wenn du das andere hast. Wir heben das dann zum Schluss auf. Ich habe einen Blutbeutel. Er hat reingemalt. Wir haben den Geist richtig. Guck mal, er hat hier vorne in das reingemalt. Wir haben ihn richtig. Okay, die Blutbeutel haben wir. Wir müssen noch die Salzbeutel suchen und die Waffenteile. Da kommt wieder das Fett durch die Gegend gerollt. Guck mal, hinter der Leiche. Ja. Halt, warte, ich will mitfahren. Halt, ich komm mit. Gute Reise. Wo willst du suchen? Willst du da hinten suchen oder willst du hier, da, wo du gerade reingehst, suchen? Okay, dann gehe ich hier mal beim Geisterraum suchen. Siehst du, deshalb braucht man... Okay. Deshalb braucht man hier diese Dinger zweimal, weil so erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass er was reinmalt. Ja, danke schön, dass du uns jetzt den Beweis gegeben hast und danke schön, dass wir dich schon richtig erraten haben. Ach Mann, wir haben keinen Buchstaben gefunden. Ab ins Klöchen. Ich muss mal. Hallo. Irgendjemand hier? Hallo? Rattis, kommt mal raus. Ach, diesmal ist es Omi, okay. Als ich hier mal einen Geist hatte, waren es Ratten, die da rauskamen. Das war dann mein erster Geist, glaube ich, hier auf der Map. Ah, cool. Ah, das ist cool. Das war jetzt wieder das Blut-Event, wo das Blut aus den Schächten kommt. Okay, hinten in dem Klo war jetzt nichts. Hast du hier irgendwo was gesehen? Oh, cool. Das hatte ich auch noch nicht, das Event. Ja, das sieht cool aus, ne? Endlich bekomme ich jetzt auch mal diese ganzen Events hier. Ich hatte immer Geister hier, entweder in der Morgue oder da oben im Operating Room. Und okay. Okay, Beutel haben wir. Waffenteile hattest du 2, hast du gesagt, oder? Waffenteile hast du insgesamt 2 eingesammelt? Okay, dann komm mal mit. Ich weiß, wo das letzte ist. Ich habe es extra liegen lassen. Dann komm mal mit da raus. Außer du willst noch was beim Geist hier rumchillen und noch ein paar Events abwarten. Oh, er hat ins andere auch gemalt. Guck mal, Fluffy, hier. Ja, hier beim Geist. Guck mal, der hat dann das andere auch gemalt. Ich finde das so cool, was die da reinmalen. Kannst ja mal gucken kommen. Ach übrigens, dieser Geist, der ist wie der Shade in Phasmo. Der huntet nicht, wenn jemand in seinem Raum ist. Hier, guck mal. Hier hat er jetzt auch reingemalt. Sieht doch cool aus, oder? Was die da malen. Ich finde das total schön. Also, das letzte Waffenteil zeige ich dir, wo das ist. Und dann müssen wir eh nach vorne. Und dann bleiben wir am besten auch vorne stehen. Oder wir können uns auch hier, wo das liegt, gleich hinstellen. Guck da, da liegt es. So, und dann gucken wir mal, ist die Waffe vollständig? Weil dann kannst du die dir schnappen und ich stehe weiter vorne mit dem Kruzi und du kannst den exorzieren. Nee. Ah, da fehlt doch noch eins. Du hast keine 2 Teile aufgesammelt. Ja. Es fehlt noch eins. Es fehlt noch ein Waffenteil. Ich dachte, du hast 2 aufgesammelt. Da war irgendwas. Ich habe nur 2 Teile. Keine Ahnung. Manchmal hilft es auch, die Lampe auszumachen, weil dann siehst du es leuchten im Dunkeln. Ich guck nochmal hier vorne an der Rezeption, weil hier kann das manchmal auch sein. Aber hier ist nichts am Leuchten. Ich habe aber unten in der Morgue vorhin auch nichts gesehen. Hm.
Also du musst überall an den Seiten und so... Ah, nicht das Kruzifix droppen. Oh, hallo, wer hängt denn da rum? Tja, da hing gerade einer an der Decke rum. Wo ist denn das letzte Waffenteil? Müssen wir nochmal alles absuchen? Ja, ich dachte, du hast zwei aufgehoben, deshalb... Nee, dann war es vielleicht ein Salzbeutel und ein Waffenteil oder so. Nix und ich hänge irgendwo fest. Ich laufe hier jetzt extra im Dunkeln rum, damit ich das auch sehe. Ah, hier ist es im Operating Room, du blinde Nuss. Dann geh mal nach vorne. Ich hab's aufgehoben. Und schnapp dir die Waffe. Ja, geh mal nach vorne. Ich bleib hier so lange im Geisterraum, dass er nicht so anfängt zu handeln. Weil ich weiß jetzt nicht, wo unsere Sanity ist. Ich finde das so cool. Diese Events sind so cool hier in dem Flur. Ja, hol sie dir. Dann komm zu mir. Nein, nicht die Karten benutzen. Du sollst die Waffe nehmen. Ich will deine Karten auch schon benutzen. Oh mein Gott. Ah, hallo. Aggressiv. Aber aggressiv. Du könntest auch One-Hit sterben dadurch, ne? Das macht was mit der Sanity. Tschüss, Sanity. Du hast jetzt null Sanity. Ja, das erhöht die Aktivität vom Geist. Der huntet, komm. Der kommt, wow, der sieht aus. Ich bring ihn mal mit. Hallo, ich hab hier was für dich. Ich hab hier was für dich. Da, guck mal, da kommt was. In dem Moment, wo er sichtbar ist, drauf schießen. Ich bleib vor dir. Schieß. Schieß, der geht doch. Ja, Fluffy, da hast du dich ja ausgetobt. Das ist doch lustig mit der Waffe, ne? Ich kann die Karte immer noch benutzen. Guck mal, Void. Ja, das ist nichts. Void heißt nichts. Immer noch Void, null. Ja, Void heißt nix. Slave. Das heißt, der Geist ist gefangen in seinem Raum, obwohl er gar nicht mehr da ist. Ja. Und das war's. Ja, sei froh, dass du nicht diesen, ich weiß nicht, wie die heißt, aber bei Phasmosis Hangman, da bist du sofort tot. Sei froh, dass du so eine nicht gezogen hast. Ja, dann schieß mal da die Wölfchen ab. Man hört die immer nur. Da, hörst du's? Ja. Okay, dann Abfahrt. Ja, doch, war doch lustig. Jetzt hatten wir endlich mal einen Geist im Flur. Ich wollte endlich mal diese ganzen Jumpscares auch mal haben. Und jetzt habe ich sie endlich mal gehabt. Cool. Da siehst du, es war ein Meer. Das ist das Äquivalent zum Shade in Phasmo. 5400 bekommen. Ja, das ist eben die große Map, ne? Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.